Sie sind hier, 10. Dezember 2018, 10.48 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Florian Wellbrock ist bei der Kurzbahn-WM nicht mit von der Partie. Urheberrecht Getty Images. Die Kurzbahn-WM steht in den Startlöchern, doch das DSV-Aufgebot muss einen Dämpfer hinnehmen. Das Top-Trio fehlt dem deutschen Schwimmteam in China. Ohne seine Vorschwimmer Florian Wellbrock, Franziska Hentke und Philipp Heinz geht das deutsche Beckenteam bei der Kurzbahn-WM im chinesischen Hangzhou 11-16. Dezember, mit gedämpften Erwartungen an den Start. Das tut ein bisschen weh, dass sie nicht dabei sind, aber jeder von ihnen hat dafür gute Gründe, sagte Bundestrainer Henning Lemmertz. Wir haben auch mit nur 15 Leuten ein ordentliches und starkes Team dabei. Einzige Medaillenkandidaten sind Ex-Weltmeister Marco Koch und Vize-Europameisterin Sarah Köhler. Koch habe nach dem Wechsel von Darmstadt nach Frankfurt bessere Kraftwerte als je zuvor, verriet Lemmertz. Allerdings befindet sich der zweifache Kurzbahn-Weltmeister von 2016 erst seit 10 Wochen im Wassertraining, zudem ist die Konkurrenz auf seiner Paradestrecke 200 Metern Brust enorm. Dennoch schwärmt Lemmertz, der für Koch die Trainingspläne schreibt, er ist sehr motiviert, hat wieder richtig Lust auf Schwimmen. Hentke, Wellbrock und Heinz fehlen DSV. Die Bedingungen in Hangzhou könnten für die Schwimmer besser kaum sein. Das haben die Chinesen richtig gut hinbekommen, sagte Lemmertz. Sie haben eine super Halle aufgestellt, es gibt LED-Leinwände, sehr viel Werbung in der Stadt, eine tolle Logistik, tolle Hotels, gutes Essen. Da gibt es nichts, woran man meckern könnte. Dennoch verzichtete Rekordhalter Hentke aufgrund des Reisestresses auf einen WM-Start. Europameister Wellbrock will sich in dieser Saison verstärkt auf das Freiwasserschwimmen konzentrieren. Beide springen stattdessen bei der parallelen Kurzbahn-DM in Berlin ins Becken. Der Olympiasechste Heinz ist nach Schulterproblemen noch nicht voll belastbar, das DSV-Aufgebot für die Kurzbahn-WM in der Übersicht. Punkt. Frauen 8, Sarah Köhler, Reva Fuß, beide Frankfurt, Laura Riedemann, Halle, Saale, Annika Brun, Neckarsulm, Jenny Menzing. Wiesbaden, Aliena Schmidtke, Magdeburg, Jessica Steiger, Gladbeck, Marie-Pierre Truschka, Leipzig, Männer, 7, Damian, Wirling, Marius Kusch, Maximilian, Pilger, Alessen, Christian Diener, Potsdam, Fabian Schwingenschlögel, Neckarsulm, Marco Koch, Frankfurt, Ramon Klenz, Hamburg, von Sportinformationsdienst.